Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vergleich zwischen dem iPhone 12 Mini und dem iPhone 13 Mini. Und ich werde euch jetzt einmal die Unterschiede einmal kurz zeigen oder demonstrieren bzw. erzählen. Hier haben wir das 12er, hier haben wir das 13er. Wir haben beide direkt einmal gleich ausgestattet. Das kommt übrigens noch von meinem letzten Video, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr die Daten von diesem iPhone auf ein neues iPhone übertragen könnt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt und euch interessiert, schaut hier einfach mal rein und dann könnt ihr sicher sein, dass ihr eure Daten nicht verliert. Wir legen also los mit dem offensichtlichsten, meiner Meinung nach, in Klammern offensichtlichsten. Wir haben hier einmal die Notch, die jetzt kleiner ist, und zwar 20% kleiner. Außerdem ist die Anordnung hier etwas größer, beziehungsweise nicht größer, sondern anders. Hier haben wir nämlich die Kamera auf der rechten Seite, hier ist sie auf der linken Seite. Und die Funktion mit Face ID sehen wir hier auf dieser Kameraaufnahme ganz gut. In Wirklichkeit sehen wir es nicht, weil es infrarot ist. Blinkt es nämlich hier und hier blinkt es dort. Das heißt, es ist alles so ein bisschen geswitcht und so weiter. Außerdem fällt hier auch nochmal ganz stark auf die Hörmuschel. Und hier ist sie ganz dezent am oberen Rand. Ich zeige die mal so ein bisschen näher. Ja. Also das ist wirklich ultra dezent gemacht. Man hat schon wirklich versucht, das Ganze zu verstecken. Also wie gesagt, 20% kleiner. Ob man das jetzt wirklich merkt im Alltag, also ich habe es bis jetzt noch nicht so wirklich gefühlt. Und die Frage von vielen, die Batterieanzeige, nein, muss weiterhin hier oben nachgeschaut werden. Sie taucht hier also trotzdem nicht auf. Der nächste Unterschied ist einmal, dass das iPhone 13 Mini rund 1,5 Stunden mehr Akkulaufzeit hat als das 12er Mini. Das neue Display vom iPhone 13 Mini schafft jetzt sogar satte 800 Nits statt vorher 625 Nits, typische Helligkeit, wie beim iPhone 12 Mini zum Beispiel. Ist das eine coole Funktion? Yep. Merkt man es im Alltag? Nope. Ist es deshalb eine überflüssige Information seitens Apple? Absolut. In dem iPhone 13 befindet sich übrigens der A15-Chip, welcher 21% schneller sein soll und die GPU in diesem Fall 15% schneller als beim iPhone 12. Hier jetzt einmal beide Chips im Vergleich beim Startvorgang. Achtung, hier liegt das Ganze gerade spiegelverkehrt. Links haben wir das iPhone 13 Mini und rechts das iPhone 12 Mini. Wow, eine ganze Sekunde. Apple, change my life. Der Basisspeicher hat sich geändert und zwar von 64 auf jetzt 128 GB. Das bedeutet, das iPhone 13 geht auf jeden Fall mit 128 GB ins Rennen. Von daher hat man hier schon mal einen kleinen Pluspunkt. Und falls das den einen oder anderen noch interessieren sollte, falls ihr die Version mit 128 GB habt und ihr installiert das Ding komplett neu, also fresh, ohne Backup, ohne alles, dann habt ihr 115 GB effektiv zur Verfügung. So, ich würde sagen, von der Front haben wir jetzt genug gesehen. Wir können uns jetzt das Ganze noch mal ein bisschen im Detail anschauen. Die Farben zumindest. Hier sehen wir nicht einmal deutlich die neuen Farben. Das ist nämlich beides in Blau. Und hier haben wir das etwas dunklere Blau. Das ist das etwas hellere Blau vom iPhone 13. Ich persönlich finde dieses Blau schöner und allein auch schon von diesem Rahmen her viel, viel schöner und eleganter als das. Ich mag es nicht, wenn das Blau zu hell wird. Also hier gefällt mir auf jeden Fall noch der Rahmen. Das wäre auch noch okay. Aber die Rückseite, finde ich, ist irgendwie überhaupt nicht so meins. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Hier beide auf der Rückseite jetzt mal schön original mit sämtlichen Fingerabdrücken, so wie es in der Realität auch ist. Und ansonsten unterscheiden die sich eigentlich kaum. Also alle Slots, alle Bauarten sind gleich, auch unten. Auch auf dieser Seite alles gleich. Hier sieht man jetzt nicht mehr so doll das CE-Zeichen wie hier, zum Glück. Aber meistens ist ja eh noch eine Hülle drumherum. Kommen wir jetzt einmal zur Rückseite. Da ist das Ganze noch ein bisschen auffälliger. Hier haben wir jetzt nämlich ein neues Kameralayout. Außerdem ist das hier, also dieses raue, hier mehr so ein bisschen mit so einem Art satinierten Glas eingefasst. Und das hat dann natürlich den Vorteil, dass hier ein bisschen mehr die Grundfarbe durchkommt als hier. Hier setzt sich das dann natürlich etwas deutlicher ab. Also, das neue Kameralayout. Hier haben wir die beiden Augen untereinander. Hier sind sie einmal diagonal. Das hat den Sinn, dass diese untere Kamera hier
eine neue Weitwinkel- oder beziehungsweise eine größere Weitwinkelfunktion besitzt. Das Weitwinkelobjektiv fängt jetzt zudem 47% mehr Licht ein als vorher. Insgesamt hat Apple hier dann noch den sogenannten Sensor Shift spendiert. Das war einst eigentlich nur dem iPhone 12 Pro Max vorbehalten und sorgt halt einfach dafür, dass mehr Bildstabilität kommt, wenn ihr damit aus freier Hand irgendwie filmt oder Fotos macht. Das iPhone 13 verfügt dann jetzt noch über eine Funktion, die Apple Photographic Styles nennt. Hierbei können unter anderem Farbtöne oder Bildwärme angepasst werden. Anders als bei herkömmlichen Filtern bleibt hier dann aber der natürliche Hautton erhalten und so weiter. Also es wird das Bild nicht komplett verfälscht. Die Aufnahmen erfolgen hier ab sofort in HDR4. Das bedeutet, dass das iPhone in der Lage ist, 4 verschiedene Personen in einer Szene zu erkennen und dort jeweils Kontrast, Hautton und Belichtung und so weiter anzupassen. Dann gibt es bei dem iPhone 13 noch den sogenannten Cinematic Mode, mit dem während der Aufnahme der Fokus die Möglichkeit hat, sich automatisch zu verschieben und auf verschiedene Gesichter zu fokussieren. Diese Autofokus-Verschiebungsgeschichte, die ihr dann habt während der Aufnahme, könnt ihr auch im Nachhinein nochmal separat bearbeiten. Also die Aufnahme nochmal separat bearbeiten mit dem Fokus. Die Videos, die hier aufgenommen werden, werden dann natürlich in Dolby Vision HDR aufgenommen. Das bedeutet eine größere Menge an Farben, Helligkeit und Kontrast. Und das Gute an diesen ganzen neuen Features ist zudem noch die Tatsache, dass alle Funktionen jetzt auch noch über die Frontkamera vorne verfügbar sind. Also der Nachtmodus, der Cinematic-Modus, Photographic Style, Dolby Vision HDR, Smart HDR 4. Das alles ist auch über die Frontkamera anzuwenden. Das war eigentlich jetzt auch schon mein Vergleich. Jetzt habt ihr einmal gehört, was das neue iPhone 13 so ein bisschen mehr kann. Für euch selber müsst ihr einfach abschätzen, ob sich das lohnt, vom 12er auf 13 umzusteigen. Ich selber sage nein, außer ihr fahrt voll drauf ab, Cinematic-Videos zu machen und macht das permanent. Aber eigentlich macht das ja kaum jemand. Und ihr könnt auch hiermit schon super geile Cinematic-Videos machen. Dafür gibt es auch unter anderem irgendwelche Apps. Es muss also nicht unbedingt ein neues iPhone 13 sein. Das ist für mich sowieso eher ein 12S und so eine Mittellösung. Ich erwarte eigentlich von Apple, dass sie nächstes Jahr wirklich was bombastisch Neues, Geiles rausbringen, weil das hier ist jetzt wirklich kein großer Sprung. Man muss es einfach so sagen, es ist ein bisschen Feintuning, das 12er ein bisschen aufgepimpt, aber naja, ob sich das lohnt, der Großteil von euch nimmt doch bestimmt nicht permanent irgendwelche professionellen Videos oder Fotos auf. Und wenn ja, dann seid ihr doch bestimmt solche Leute, die für sowas eine vernünftige Videokamera oder eine Kamera haben, um Fotos zu machen, eine Spiegelreflex oder ähnliches. Also versteift euch nicht darauf, immer das Neueste haben zu wollen. Ich persönlich würde beim 12er bleiben und zwar auf ein 12er sogar wechseln. Wenn ihr vorher noch ein älteres iPhone gehabt habt und euch gefällt dieses neue Design, dieses eckige und sowas, könnt ihr beruhigt das 12er kaufen. Es muss nicht zwingend das 13er sein, außer ihr seid so drauf, dass ihr unbedingt immer das Neueste haben wollt. Aber es muss in diesem Fall nicht sein, weil es lohnt sich nicht wirklich. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen. Das war André vom Technikpalast und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Hierfür habe ich jetzt eine passende Hülle besorgt. Das ist jetzt so eine. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Das ist nochmal etwas dickerer Bumper, den ich vorher drum hatte von Toras. Darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Und hier ist jetzt so ein ganz schmales. So. Und das sieht dann natürlich schon ein bisschen slimmer aus. Kann man sehen, ja. Also als wäre da fast gar nichts drum. Also das ist beides jetzt mit einer Hülle geschützt. Aber fällt nicht mehr so extrem auf. Dieses ist auch komplett dicht. Dieses ist ein ganz wenig transparent hier. Also hier kommt das so ein bisschen durch. Fand ich immer ganz cool bei dieser hier. Und das ist halt auch sehr dick hier geschützt bei der Kamera. Hier ist es aber auch sehr stark geschützt. Und noch ganz kurz eine Sache für die Leute, die so wie ich ihr iPhone immer über das MagSafe-Ladegerät laden und nicht über die Lightning-Buchse. Ihr habt ja hier diese Lightning-Buchse und die staubt ja mal relativ schnell voll. Deswegen habe ich mir dafür hier so einen kleinen Pinöpel besorgt hier. Den stopfe ich da dann nämlich so rein. Zack. Und dann kann dann nämlich nichts mit passieren. Und der kostet irgendwie nur ein paar Cent oder ein paar Euro. Verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Also wenn ihr da Bock habt, schaut da einfach mal rein. Damit könnt ihr nämlich sehr schön euren Lightning-Anschluss schützen vor Fusseln und Dreck und so weiter. Und da habt ihr auch nicht das Problem, wenn ihr es dann mal anschließen wollt, dass dann die ganzen Fussel im Weg sind und das nachher nicht funktioniert. Falls es nämlich mal nicht funktionieren sollte, einmal hier den Lightning-Anschluss entfusseln. Und dann habt ihr auch wieder Strom.